Ich möchte zunächst mal beten. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke, Jesus, für die nun kommende Predigt und es soll dein Wort sein. Heiliger Geist, komm du und rede du dieses Wort zu uns, zu den Menschen. Komm und erfülle du uns mit deiner Kraft und segne uns. Amen. Nun, die heutige Predigt soll lauten, mach dich eins mit dem Feuer Gottes. Nun, was mag das bedeuten? Was steckt dahinter? Und ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament und aus Matthäus Evangelium Kapitel 3, Vers 11. Und hier steht, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Es spricht Johannes der Täufer. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wisst ihr, wir haben schon oft gehört, die Taufe im Heiligen Geist. Doch oft haben wir diesen Zusatz und mit Feuer nicht beachtet. Wir überlesen ihn, wir überhören ihn, wir gehen an ihm vorüber. Doch hier steht, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Also, man könnte meinen, es sind zwei Taufen. Die eine, der Heilige Geist und dann nochmal die Taufe mit Feuer. Es war in einem. Und doch sind es zwei Elemente, der Heilige Geist und das Feuer Gottes. Wie kann ich mir nun das Feuer Gottes vorstellen? Und hier wollen wir ins Alte Testament zunächst einmal gehen und ich möchte uns einen kleinen Eindruck verschaffen, was damals Feuer Gottes bedeutete. Wir gehen in den 2. Mose, Kapitel 24, Vers 17. Und hier steht, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Seine Herrlichkeit war da. Und sie nahmen es, die sahen es wie ein Feuer. Sie standen davor und waren entsetzt. Es geht auch weiter in der 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 1. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Nun, er betete und dann fiel ein Feuer auf das Schlachtopfer. Ja, so richtig? Also zu Hause habe ich auch eine DVD mit Lagerfeuer, ne? Die schieben wir dann ein so zu Festivitäten und dann brennt so im Fernsehen digital ein Feuer. Aber das war das nicht. Da kam ein Feuer. Vom Himmel ein Feuer. Von jetzt auf nachher vom Himmel und es brannte. Ja, Altes Testament. Wir werden sehen. Wir lesen weiter. 5. Mose, Kapitel 9, Vers 3. So sollst du nun heute wissen, dass der Herr, dein Gott, übrigens auch dein Gott, vor dir hergeht. Ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir. Und du wirst sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der Herr zugesagt hat. Hier kommt schon einmal dieser Ausdruck, ein verzehrendes Feuer, was vor dir hergeht. Gott ist allmächtig. Gott ist Kraft. Gott ist Wirkung. Gott ist Handeln. Er wird sie vertilgen. Du wirst sie vertreiben, deine Feinde, was vor dir liegt. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und er geht vor dir her. Aber es gibt noch eine Steigerung
im 2. Könige Kapitel 1, Vers 12. Elia, wir kennen Elia, der Mann des Alten Testamentes, ein Prophet. Elia antwortete, bin ich ein Mann Gottes? Wiederum ein kleiner Querverweis, sind wir nicht auch Söhne und Töchter Gottes? Ich lese weiter. Elia antwortete, bin ich ein Mann Gottes? So falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Ich muss dazu sagen, man wollte ihn mitnehmen zum König, also quasi gefangen nehmen. Und dies war die Antwort von Elia. Und wisst ihr, was geschah? Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und fraß ihn, den Hauptmann, und seine 50 Mann. Digital? Nein. Es kam reales Feuer. Fraß diese 51 Mann. Und Elia hatte recht. Ist er ein Mann Gottes, so falle Feuer. Altes Testament. Ganz klar. Aber wisst ihr, was jetzt ganz merkwürdig ist? Die Jünger des Neuen Testamentes, sie kannten Jesus. Und dieses Neue Testament, dieses Testament, was, wo wir uns drin befinden, das Zeitalter der Gnade. Und in Lukas Kapitel 9, Vers 54. Man verwehrte Jesus eine Herberge. Wie ärgerlich! Die Jünger haben sich geärgert. Und als aber da seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, also zu Jesus, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Neues Testament. Jesus, er tat sie in den Senkel, würden wir heute sagen. Er sagte, nee, wir wollen nicht vernichten, wir wollen segnen. Aber wisst ihr, die Jünger nahmen das ernst. Feuer vom Himmel. Und Herr, wenn du willst, so sprechen wir. Mann, so sprechen wir. Sie nahmen das für bare Münze. Wenn's wir sprechen, so war ihre Annahme, dann wird Feuer vom Himmel fallen und wird unsere Feinde verzehren. Nix mit digital. Feuer, echtes Feuer vom Himmel. Nun, wir kehren zurück. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Dieses Feuer, wir haben gehört, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Man sah dieses Feuer am Berg und die Israeliten, sie erzitterten. Und Gott sagt, ich gehe vor euch her. Dieses verzehrende Feuer, dieser eifernde Gott. Ich, Gott, ich gehe vor euch her. Und ich mache euch den Weg frei. Ich werde eure Feinde vertilgen. Ich mache dir Raum, ich mache dir Platz. Und diese Jünger, sie nahmen es auf. Herr, lass uns doch sprechen, dass dieses Feuer falle. Johannes der Täufer sagte, der Jesus wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wisst ihr, dieses Feuer, diese Taufe des Feuers, es ist dieser Aspekt Gottes. Gott hat viele Aspekte und dies ist ein Aspekt, dieses Feuer Gottes, diese Leidenschaft, dieses Brennen in seinem Herzen, für seine Kinder zu stehen, diese Leidenschaft, die Werte Gottes zu verteidigen, die Werte Gottes zu leben. Es ist das Feuer Gottes, es ist Gott selbst, der dich und mich und uns tauft, um diese Leidenschaft Gottes zu erleben und zu leben. Wer mit dem Feuer Gottes getauft ist, wird begeistert sein, er wird vorangehen, er wird die Werte Gottes leben, er wird sie vertreten. Er wird hingehen,
voller Kühnheit, voller Mut. Wisst ihr, im Neuen Testament, als zu Pfingsten dass der Heilige Geist kam, da steht auch in Apostelgeschichte 2, Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, der Heilige Geist. Neues Testament. Die Taufe im Geist, die Taufe mit Feuer. Und was geschah? Petrus stand auf und sagt: Ihr Männer, ich sage euch, was hier geschieht. Mut, Kühnheit. Genau wie in deinem und meinem und unserem Leben. Die Kühnheit Gottes, seine Leidenschaft. Hallo, wach. Du hast es erlebt. Wir kennen es. Und leider wissen wir, dieses Feuer, das einst auch in uns brannte, da kam Wasser drauf. Es ist immer weniger, es ist erloschen, es ist geringer geworden. Wir alle kennen das. Wir alle hatten eine Phase in unserem Leben, meist wenn wir Gott neu erlebt haben, da war ich stürmisch, da war ich brennend, da war ich voller Leidenschaft. Da konnte mich nichts aufhalten, nichts. Doch im Lauf der Zeit, vielleicht wurde ich gebremst, vielleicht habe ich mich selbst gebremst, vielleicht hat die Welt mich gebremst. Aber das Feuer Gottes, so von Zeit zu Zeit, ist etwas erloschen. Wisst ihr, das ist wie bei den Royal Rangers. Das Lagerfeuer nachts und es brennt. Und da gibt es welche, die stehen ganz hinten. Das ist mir zu heiß. Das ist mir zu riskant. Wie kann man nur so ein großes Feuer? Meine Kleidung. Und dann gibt es welche, die stehen ganz vorne. Mit dem Stock. Und noch ein Scheit und noch mal rumdrehen. Aber sie zieht es an, dieses Feuer. Ich muss da rein. Das Feuer. Diese Leidenschaft, dieses Brennen. Dieser Christ, der nicht mit Feuer spielt, sondern er will dahin. Er will es haben, er will das Brennen sehen. Er will diese Leidenschaft, dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist und seinem Feuer. Mit seiner Kraft. Wisst ihr, was interessant ist? Jesus ging voll Heiligen Geistes in die Wüste. So steht es im Lukas-Evangelium. Und er kam heraus voll der Kraft des Geistes. Paulus, so steht es im 1. Korinther, stand da und sagte: Ich komme hier zu euch mit Furcht und Zittern und Schwachheit. Und damit meine Rede hier nicht voll vollendeter Redegewandtheit erscheint, sondern dass ihr glaubt an die Kraft Gottes, komme ich in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und dann steht hier, dass Jesus uns tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Dieses Feuer der Leidenschaft hat was mit der Kraft zu tun. Dieses Feuer der Leidenschaft hat etwas mit diesem übernatürlichen Wirken Gottes zu tun. Wenn wir heute mit Theologie glänzen, dann wird diese Kraft des Übernatürlichen nur noch zur Vorstellung. Wenn wir kommen mit dieser Leidenschaft Gottes, mit diesem Brennen Gottes, dann wird diese Kraft ansteckend. Dann wird sie brennen. Und wen wird sie brennen? Dein Gegenüber. Du wirst zündeln mit diesem Feuer, mit dieser Gegenwart Gottes, mit dieser Herrlichkeit Gottes.
Gott möchte, dass wir eingetaucht sind in seinem Feuer, geleitet durch seinen Heiligen Geist. Und ich sage dir, wenn du heute diese Predigt hörst und dich fragst, wo ist mein Feuer? So denke nach, überlege, wann waren diese brennende Zeitpunkte in meinem Leben, wo dieses Feuer brannte in mir, wo ich des Nachts die Bibel las, wo ich voller Freude wartete, bis es Abend wird und ich Zeit hatte, im Wort zu studieren, wo es mir ein Bedürfnis war, mit einem Kranken zu beten, wo es mich förmlich drängte, jemanden das Evangelium mitzuteilen, wo das Feuer leidenschaftlich in mir brannte. Ich sage dir, du hattest diese Zeiten. Entsinne dich zurück. Denke an diese Zeit. Lass dich inspirieren. Weißt du, es ist nur weniger geworden. Du hast dich vom Feuer, vom Lagerfeuer, vom Feuer Gottes etwas entfernt. Du bist mitten in der halben Strecke. Du bist vielleicht weiter hinten. Du wirst diese Hitze, dieses Brennen im Moment nicht wahrnehmen, weil du weiter hinten stehst. Und dies ist ein Warnsignal. Wenn du noch weiter nach hinten gehst, dann wirst du diese Wärme nur noch schwach wahrnehmen. Aber weißt du, was passiert? In der Nacht, in der Dunkelheit, da hinten wird's kalt am Rücken. Und wenn du das spürst, dann ist der Zeitpunkt gekommen, zum Feuer zurückzukehren. Dich neu entflammen zu lassen. Dich neu begeistern zu lassen. Denn unser Gott, so steht es im Hebräerbrief, ist ein verzehrendes Feuer. Wir brauchen keine Angst haben. Wenn wir in dieser Haltung vor Gott kommen, mehr von ihm zu wollen, dann ist er ein heiliger Gott. Er ist ein Gott der Gnade, der seine Kinder liebt, der sie reinigt, der sie voranbringt. Luther sagte, in der Übersetzung Luther steht, wen Gott liebt, den züchtigt er. Ein etwas markantes Wort, aber wisst ihr, es ist zu nehmen wie dieser Taubenzüchter, dieser Holy Spirit, dieser heilige Taube, dieser Taubenzüchter, der seine Taube veredelt, der sie zur Zucht bringt, der sie schöner macht, reiner macht. Und so ist Gott mit dir und mir. Er läutert uns in seinem Feuer. In der Wüste unseres Lebens lernen wir, seinem Feuer zu begegnen, in seinem Feuer standzuhalten, in seinem Feuer unser Leben zu bewegen. Gott ist nicht ein harter Gott im Sinne der Zerstörung, auch wenn wir dies lasen im Alten Testament. Wir leben in dieser Freiheit Gottes, in dieser Liebe Gottes, in diesem vollendeten Werk Jesu Christi. Dem Zeitalter der Wiederherstellung, dem Zeitalter der Gnade, dem Zeitalter der Liebe. Gott möchte, dass wir durch das vollendete Werk Jesu Christi hin, durch ihn, zu ihm kommen, zu Gott kommen, damit er uns überschütten kann mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seinem Tun und seinem Handeln. Er möchte aus dir ein liebendes Wesen machen, ein Gotteswesen machen. Er möchte aus dir ein heilendes Wesen machen. Ein Mensch, der Jesus Christus bezeugt und voll der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium hier in dieser Welt vertritt. Zu einem Menschen machen, der seine Hände auflegt auf Personen, die körperlich, geistig, seelisch krank sind und sie heil werden sollen. Gott möchte, dass sein verzehrendes Feuer in dir brennt und du betest und die Dinge geschehen, Zeichen und Wunder geschehen.
Genau wie damals in der Apostelgeschichte, wo die Zeichen und die Wunder ihnen nachfolgten. Und genau dies ist auch denen verheißen, die an ihn glauben. Sie werden mitführende Zeichen, werden sie sehen. Und das ist unser Weg. Und deshalb ist es so wichtig, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes. Der aber nach mir kommt, Jesus Christus, sage ich, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Diese Taufe, es ist gemeint ein Eintauchen. Ein, wie wenn die Jünger auf dem See mit dem Boot fuhren und eine Welle kam über sie. Ein Eintauchen, ein Übermannen. Oder wenn ein Kleidungsstück hineingetaucht wird in Farbe. Ein Taufen, ein Eintauchen. Voll und ganz erfüllt mit Heiligem Geist, durch und durch getränkt mit dem Feuer und der Leidenschaft unseres Gottes. Nicht unbedingt deiner Leidenschaft, nicht dein Werk, nicht dein Ich tue das jetzt. Nein, es ist die Antriebskraft, diese Dynamis, dieses Dynamit Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, sein Feuer, seine Leidenschaft, die dich angetrieben hat und wieder neu antreiben wird. Liebe Menschen, liebe Leute, liebe Gottesfürchtige und Gottesgläubige, lasst euch heute erfüllen mit seinem Feuer, mit seinem Heiligen Geist. Und in der Bibel steht, wer bittet, dem wird gegeben. Wenn du heute bittest, Gott, ja, ich kann mich erinnern, ich möchte dieses Feuer wieder haben. Ich möchte vielleicht nicht unbedingt ganz vorne stehen am Lagerfeuer, aber weißt du, so einen Meter Abstand oder zwei Meter Abstand. Aber ich möchte nicht mehr ganz hinten stehen. Gott, gib mir dein Feuer zurück. Ich möchte wieder diese Leidenschaft erleben für dich. Dieses Brennen für dich. Ich möchte nicht mehr diese Passivität, diese Gleichgültigkeit, diese Zurückgezogenheit leben. Ich möchte nicht nur die Theologie kennen. Ich möchte die übernatürliche Kraft Gottes erleben. Durch dein Feuer. Und ich möchte heute beten, dir helfen, uns helfen, dass Gott uns dieses Feuer neu schenkt. Und dieses Gebet darfst du immer wieder täglich zu Gott bringen. Herr, schenke mir dein Feuer neu. Herr, entzünde mich ganz neu. Und manchmal ist es gut, wenn du mit etwas Neuem wieder beginnst. Wenn du einen Scheit Holz nachlegst, einen neuen Scheit drauflegst. Herr, ich komme zu dir. Ich komme neu zu dir. Und oftmals erkennen wir, wie wir in diese Gleichgültigkeit hineingekommen sind. Wir haben uns entfernt. Wir sind den Kompromissen des Lebens zu sehr auf den Leim gegangen. Wir sind zu sehr auf diese Lebenskompromisse eingegangen. Wir haben uns zu sehr entfernt von seiner Nähe, zu sehr entfernt von ihm, zu sehr weltlich geworden aus der Sichtweise Gottes. Und auch hier können wir eine Qualitätsentscheidung treffen. Herr, ich komme neu zu dir. Ich treffe neu die Entscheidung. Ich entscheide mich neu hin zu dir. Ich möchte dein Feuer. Bist du bereit? Sagt dein Herz ja? Du brauchst keine Verdammnis verspüren. Oh, ich bin so weit weg. Nein, wir waren alle ganz weit weg. Und Gott kam, als wir alle ganz weit weg waren. Und unser Gott ist ein
liebender Gott, ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott. Er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Und gerade dann, und das ist unser eminentes Vorrecht, Vergebung. Unser eminentes Vorrecht, gerade dann, wenn wir Fehler gemacht haben. Gerade dann, wenn es uns schlecht geht. Gerade dann, wenn wir nicht die Vorzeigeathleten im geistlichen Sinne sind. Gerade dann, denn in den Schwachen ist Gott mächtig. Seine Stärke zeigt sich, komm mein Kind, ich heb dich auf. Deshalb komm immer und immer und immer und immer wieder hin an sein wärmendes Feuer. Steh nicht abseits vom Feuer. Entferne dich nicht vom Feuer, sondern suche seine Wärme, suche seine Nähe, lass dich entflammen. Geh. Natürlich sollen wir uns nicht dem Feuer nähern, indem wir unachtsam sind, indem wir ja, vielleicht sogar schlecht von Gott sprechen. Oder indem wir ihn abweisen. Gott ist immer noch ein verzehrendes Feuer. Er ist heilig, aber er liebt dich. Und wenn wir mit diesen offenen Augen des Herzens zu ihm kommen, dann kommt er mit seiner Kraft und setzt dich frei. Jesus, ich danke dir, was du getan hast am Kreuz. Du hast alle Schuld auf dich genommen. Du hast uns freigesetzt und freigemacht. Und nun gilt bis in Ewigkeit, wir sind frei von aller Schuld, weil du sie hinweggenommen hast. Und du bist in den Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und wir schauen auf zu dir. Und in deinem Namen, Jesu Christi, sind wir befreit. Wir sind heil. Ja, wir sind gesund. In unserem Inneren, durch dich, Jesus, und durch diesen Frieden von dir, kommen wir zu unserem Vater im Himmel. Und wir dürfen sagen, aber lieber Vater, in dem Bewusstsein, die Gnade Gottes, sie gehört mir, sie steht zu mir. Es ist der Wille Gottes, es ist sein Wunsch. Und er segnet mich, er wird mich segnen, immer und immer und immer wieder. Und Jesus, ich komme heute mit der Bitte zu dir, entzünde mich neu mit deinem Feuer. Komm mit der Kraft deines Heiligen Geistes und entzünde mich neu. Und ich danke dir, dass ich dich erleben darf und dass ich deinem Ruf folgen darf, dass meine Gaben wieder neu entfacht werden, dass du mich sendest in diese Welt hinein als Sohn und Tochter Gottes. Danke, Jesus. Amen.